Hallo Welt, da sind wir wieder. Oh, wir sind ja richtig gut drauf. Einer aus unserem Clan ist schon wieder ein bisschen außerhalb. Das ist der Wächter bestimmt. Oh. Jetzt kommen sie alle und trinken. Trinkt nicht alles weg! Spart ein bisschen für später auf. Wo lauft ihr hin? Was macht ihr? Esst ihr? Nein, ihr setzt euch nur dahin. Der eine haut wieder ab. Was guckt er denn da? Das ist der Entdecker. Ein Greis. Und was siehst du hier? Das ist schon nicht falsch. Eine gute Aussicht hast du hier oben. Ich finde, das alles hat keinen Sinn, was wir hier machen. Da wir haben einmal hier die Stärke kontrollieren. Und das hat ewig gedauert, bis wir das bekommen haben. Ja, und dann wechseln wir die Generation jetzt mal. Genetische Mutation ist aufgedeckt. Ausweichen. Und noch einmal Intelligenz. Und noch mehr. Mhm. Nochmal Intelligenz. Oh, das ist gut. Und wir haben hier die Geschicklichkeit. Und wir haben einmal die Motorik. Außerdem gibt es noch die Intelligenz nochmal. Oh, so intelligent. Ha, guckt euch das an. Fehlen nur noch drei. Ja, ich denke, das wird jetzt Zeit für einen Evolutionssprung.
Mook ist vor 0 Jahren gestorben. Was? Clanmitglied getötet? Der ist abgestürzt? Wer war denn das jetzt? Geschrien hat er noch. Ich glaube, wir haben noch 3 Frauen hier. Du bist eine Erwachsene. Unser Ja hat aber auch keine Mutation. Oh, du hast ja eine Mutation. Sehr gut. Oh, Moment. Das kann doch nicht sein. Wieso? Ach, du bist ein Greis. Okay. Greis? Na gut, dann haben wir 3. Haben wir doch jetzt 3, oder? 1, 2, 3, ja. Gebären. Neues Baby, neues Baby, neues Baby.
Mit spontaner genetischer Mutation. Intelligenz schon wieder. Besser geht's doch nicht. Und noch einmal Stoffwechsel. Sehr gut. Und das war's. Wir sind gepaart mit Co. Hat mit Co ein Paar gebildet, Wuck. Mit Co. Also dürfen wir Co jetzt nicht mehr beglücken. Wer bist du? Du bist Co. Du bist Mann. Und du hier? Du. Hallo du. Sehr gut. Geschafft. Mission erfüllt. Alle aufgepasst. Hört sie nicht? Komm schon. Na gut, dann muss jemand anders übernehmen. Du bist ein Singlekreis, aber du hast ja nichts drauf. Ja? Du bist weiblich. Du bist weiblich. Ah, du hast was? Ansiedlung? Was ist denn das? Ansiedlung? Oh. Du bist auf jeden Fall der richtige Kandidat. Jetzt müssen wir nur noch eine passende Frau für dich finden. Männlich. Und männlich? Männlich. Schwanger? Und schwanger? Du bist fruchtbar. Cool. So, ab geht's. Hinlegen. Rufen. Paaren. Und alle drei sind schwanger, ja, gebären. Ha ha.
Ein Buddler. Ein Baby, zwei Babys. Und das dritte neue Baby. Keine Mutation dabei. Oh, ganz schlecht. Wer ist die Frau? Ihr seid alle Frauen. Das passt gerade ganz gut. Hey, Kleiner. Komm her. Du auch. Na, komm schon. Komm schon. Komm schon. Nanu? Waren hier nicht vorhin noch drei Frauen anwesend? Wer bist du? Männlich? Und du bist auch männlich? Du bist männlich. Du. So, dann suchen wir das letzte Baby noch. Am besten, wir rufen mal alle zusammen. Na, wo habt ihr das Baby versteckt? Da ist es ja. Dann schauen wir uns jetzt mal unsere Neuronen an, was wir denn alles jetzt drauf haben. Da sind doch ein paar neue Sachen hinzugekommen, meine ich. Nein. Halt die lieber bei dir. Hinlegen. Evolution. Boah, das ist nicht schlecht, ganz schön viel. Baby genetisch ausgereift. Die Körper von Pui und den Mitgliedern dieser Erblinie werden verbesserte Fähigkeiten haben, sich im Schlaf zu heilen. Oh, Tech besitzt eine erhöhte Fähigkeit, Nahrung zu metabolisieren. Kann ja auch sehr wichtig sein. Dick und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich den Standort eines weiteren markanten Ortes merken können, okay? Puh, besitzt erhöhte intellektuelle Fähigkeiten. Oh, wie schön. Du und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich den Standort eines weiteren markanten Ortes merken, oh. Narr und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich den Standort eines weiteren markanten Ortes merken. Oh mein Gott! Gwo und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich den Standort eines weiteren markanten Ortes merken können. Warum? Brauchen wir das für irgendwas? Naja, um sich zu orientieren vielleicht. Wuk und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich die Position eines weiteren Gegenstandes oder Lebewesens merken können. Das sind jetzt alles nicht so Sachen, die ich erwartet hätte. Wum und die Mitglieder dieser Erblinie werden über einen speziellen Muskulatur verfügen, die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Das ist gut. Tok
und die Mitglieder dieser Erblinie werden die Fähigkeit besitzen, Gegenstände mit größerer Präzision herzustellen. Auch sehr gut. Und dann hätten wir hier noch Co. Und die Mitglieder dieser Erblinie werden nach der Abwehr eines Angriffs mehr Dopamin erzeugen können. Das war's. Hier ist irgendwas verschwunden. Aber wir können ja jetzt versuchen, noch ein bisschen was zu basteln. Hä? Haben wir die alle? Ja, ja, Orte merken. Markante Orte merken. Naja, dann können sie sich besser orientieren. Na schön. Oh, hoppla. Ohne ein Werkzeug herstellen, irgendetwas. Nun gut, wir gucken mal, wie viele haben wir denn jetzt, Mutierte? 2, 4, 5, 6, 7, 8 Erwachsene. Naja, und ein paar Babys sind auch noch mutiert. Okay, wir bauen noch mal was. Wo sind die Stöcke? Wo ist so ein Stockdingen? Sehr gut. Ach, der hat keinen abbekommen. Und die anderen laufen irgendwo anders hin und holen sich die Stöcke von woanders. Nö, ihr habt aufgegeben. Lassen sie euch nicht mit euren Stöcken spielen? Okay. Kein Problem. Wo seid ihr alle? Ach da. Dann macht mir nach. Nehmt das in die andere Hand. Und macht das hier. Und ab in die andere Hand damit. Habt ihr gut gemacht? Ja, dann war es das für heute. Und damit darf ich mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.